Hallo und herzlich willkommen zur schlechtesten Mission, die es gibt. Nein, Quatsch, wir wollen es nicht übertreiben. Wir sind bei Operation Overlord. Guck mal, wir kriegen Instant Hits von Dings. Geil. Angenehm, jawohl. Gönn dir. Ja, ja, ja. Oh, der Unterschied fühlt sich jetzt schon gut an. Oh, mach's nichts, Kodani. Bunkers destroyed mine clearing tank. Watch out for enemy artillery. Sehr gut. Tanks are stuck on the beach. Fleet, provide your support. This is USS Frankfurt Commander. Negative. Unable to support advanced visibility too poor. No vision on cliffs and bunkers. Only our tanks on the beach are visible. Dann gib Gas, mein Freund. Gib Gas. Na geht doch. Endlich. Geben Sie ein bisschen Gas, meine lieben Schiffe. Bisschen. Wo kommen denn die Schüsse an? Noch weiter vielleicht? Na, lol. Geil, was selber zerschossen. Stark. Frank, als ob die sehen, dass ich das Target wechsle, wenn die dann drei Kilometer weit weg sind, ey, Junge, was? Woher, die wollen das wissen, weißt du? Hat er daneben getroffen? Lol. Was ist das denn? Oh, das war knapp. Okay. Ja, und zwar dahin, wo die Ziele sind, mein Freund. Jetzt gib bitte alles, mein Freund. Gib alles. What's? So. Boah, Gott sei Dank ist es mit dieser Artillerie endlich ein bisschen weg. Nervig. Good luck on the shore. Good luck on the shore. Was steht da drauf? Sandling. Mhm. Oh, den hat es auch fast erwischt, muss ich sagen. Schade. Alles klar, dann gehen wir wieder zurück in unser kleines Loch da. Feels like a snowstorm of flak up here, eh? We can't adjust the ship's fire under this barrage. We need those AA batteries next to the bunkers down. Während wir gleich auf das Flugzeug warten, habe ich übrigens eine Idee, was wir machen können. Enemy tanks spotted ahead. Und dafür muss ich gleich mal ganz kurz auf Tanks GG gehen. Seht ihr denn aber, was ich meine? Looks like they've lost their nerve. They scarped and left their AA guns behind at the sound of our tanks. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz dahin, dass das Flugzeug getriggert ist, und dann gehe ich ganz schnell auf Tanks GG und schaue mir an, wo die Schwachstellen vom Panther sind. Weil wenn ich weiß, wo das Munitionslager ist, weil wir werden ja anscheinend... Ja, da, alles klar. Ja, jetzt haben wir 300 Schaden. Vielen Dank. So, wir warten ganz kurz. Und ich beeile mich schnell mit Tanks GG. Weil... Ja, noch natürlich das falsche Fenster, Junge. Mach doch jetzt nicht den hier. Jetzt verschreibe ich mich ja noch. Oh, wenn man Stress hat, ne? Ja, wie erfindet Panther nicht? Dein Ernst? Erzähl doch jetzt keinen Mist, Junge. Okay, Medium Tanks. Panther, dann suche ich ihn halt selber raus. Natürlich. Ausgerechnet heute lädt Tanks GG nicht. Willst du mich verarschen? Ja, dann, ich dachte, du schießt jetzt mit dem Flugzeug drauf, mein Freund. Hä? Geht doch. Okay, kann ich jetzt trotzdem bitte ganz kurz einmal den Panther sehen, bitte? Guck dich das an.
Einmal baust du 10 GG, ne? Einmal! Dann geht die Scheißseite nicht. Willst du mich verarschen? Geil. Danke für nichts. Naja. Oh, geil, Damage. Ich hab die beiden Panzer vergessen, wenn ich ehrlich bin. Ach, da wolltest du dich einmal ganz kurz überschwascheln informieren und dann bist du direkt von der Seite quasi verarscht. Danke für nichts. Ich schieb mir die mal ganz kurz eben auf die normale Browser-Ansicht wieder, wenn ich jetzt sehe, wenn ich es doch mal irgendwann geladen haben sollte, falls es lädt. Das ist ja so enttäuschend. Wenn ich mal auf so eine Seite ist, verlass man. Weil jetzt so die Panther-Schwachstellen, die wären natürlich jetzt echt edel gewesen. Weil du, ich habe das Gefühl, dass du hier bei diesen Missionen eh ein bisschen bevorzugt wirst, das Munitionslager zu treffen. Hätten wir da wahrscheinlich drauf geschossen, dann hätten wir es wahrscheinlich ziemlich gut bekommen. Aber ey, haben wir Pech leider. Lass dir Zeit, lieber Luftschlag. Putz! Sehr gute Hits. Oh, es hat geladen, die Seite, glaube ich. Er hittet mich instant! Junge! What the fuck, Mann? Du freche Sau, du! Auf dich zu drehen, auf dich zu drehen, auf dich zu drehen! Oh, Kette erwischt. Edel. Wichtig. Ich guck trotzdem ganz kurz nach. Eben schnell auf Panther gehen. Ja, endlich liegt das 3D-Modell. Danke. Dann schnell dahin, schnell hierhin. Was will ich euch ganz kurz eben schnell zeigen? Hier, das ist der Panther. Der ist hier überall grün. Ja, geil. Okay, natürlich ist er da grün. Das weiß ich auch. Aber er ist halt trotzdem 120. Da unten ist halt 80er. Da könnten wir halt hitten. Aber wo ist das Modul? Das habe ich vergessen. Das kann ich auf der Seite gar nicht sehen. Scheiße. Ich hatte mal so eine Inspektor-Seite, wo das ging. Warte, ich weiß, ihr seht es gerade ganz kurz gar nichts, aber das mache ich jetzt ganz kurz eben schnell. Weil die paar Sekunden will ich ganz kurz investieren. Ach, mach mit deinem komischen Purchase was anderes. Geht mir nicht auf den Sack, Junge. Tank Selector. Nein, ich will den Panther jetzt haben, Mann. Gib mir den verkackten Dreckspanther. Junge. Wieso machen die Seiten das einen eigentlich immer so anstrengend, dass man nicht einfach nach einem Panzer suchen kann und dann einfach draufdrücken kann? Wieso muss das jedes Mal so schlecht funktionieren? Kann mir das bitte mal irgendeiner erklären? Was für Bullshit-Seiten, die klappt auch nicht. Ach, dann gib ihn alle nicht auf den Sack. Dann drauf geschissen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eh gesagt, hinten im Turm oder halt, hier hinten im Körper halt drin, so. Das ist ja total belastend. Was ein Schwachsinn. Naja, dann halt nicht. Ach, Connolly, halt die Schnauze. Dann mach doch selber was, Mann. Oh, Mann. Hitze. Danke. Braucht man 108er Hitspeed, hä? Vielen Dank. Aber schon viel Schaden bekommen, leider. Das ist ein bisschen ärgerlich. Captain Murphy hier. Just hit the shore, but we're pinned down by bunkers up the slope. Need some support here to move up. Next bunker is gonna be a tough nut to crack. Mark you with smoke, and let's get some battleship fire on it. Dum da dum dum. Bunker's toast. Path's wide open now. Let's roll. Hey, check that out. Our guys are making mincemeat of them up there. Time to join in. Engineering teams, clear obstacles for further advance. So, versuchen direkt die Kette zu treffen, da ja keine Chance hat, uns zu hitten. Bonjour, Monsieur. Captain Dubois speaking. We are on the H1, but we are pinned down by intense enemy fire. We require assist urgently. This next bunker's well guarded. In meinem Hit. Sehr gut, das war auf jeden Fall okay, dass er nur einen Hit noch überlebt. Das ist fein. Jetzt ganz kurz da oben den Scheiß killen. Mach's gut, mein lieber Jagdpanzer. Er hittet mich natürlich instant, das ist ärgerlich, aber machst du nichts.
Da hat mir auch das seitlich drehen leider nicht geholfen. Naja. Oh nein, der BDR ist down. Und da ist noch ein Stuck am Stehen. Tot. Dann gönnt euch, meine Freunde, gönnt euch. Oh, hoppala. Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Toll. Danke. Nehme ich den Hit, nehme ich. So. Bis hierhin alles kein Problem. Kostet nur sehr viel Zeit. Wie er sich jetzt schon dreht, guck mal, wie er sich jetzt schon dreht. Frech. Das ist so lächerlich. Wie er jetzt schon umdreht. Kleine Sau. Attack! For the best vineyards on the planet! For France! Wait, what did I say? Okay. Ach, scheiße. Ich dachte, er lädt ein bisschen länger nach. Ich wollte ihm die Kette zerschießen, dann schnell wegfahren, Luftschlag draufsetzen. Deswegen habe ich mich so rum hingestellt. Aber der hat schnell danach, als ich gedacht habe, das war jetzt nicht der Plan eigentlich. Ah ja, natürlich wieder voll cool und danke für nichts. Be careful this time. Ja, hätte ich gewusst, dass er eine Signalzeit von nur 5-6 Sekunden hat, dann hätte ich das nicht getan. Captain Murphy. Sometimes I wonder how seriously you are taking this war. Schade. Ich schieße trotzdem auf den Panther, glaube ich. Sicher, sicher. Okay. Das ist doch belastend, als ob ich ihn nirgendwo treffen kann. Das gibt's doch nicht. Ist der schnell. Holy shit, ist der schnell. Scheiße, Junge. Ja, war ja nur wieder 40 Sekunden Cooldown, danke für nichts. Oha, Junge, oha. Hm, auch wieder gut geschossen. Profi. Richtig gut. So viele Hits einstecken ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Eieieiei. Ich habe keinen Plan, wie ich hier gegen die Panther gewinnen soll, wenn ich ehrlich bin, aber mal sehen. Ich meine, ein Leben muss ich ja quasi noch opfern, so gesehen, damit ich überhaupt gegen die Panther ankommen kann. Aber ich habe keinen Plan, wie ich das machen soll, weil der Schaden ist halt wirklich viel zu wenig. Naja. Merci, mon ami. My own land is one step closer to being free. Ja. Deine Homeland, die ist mir gerade aber komplett egal. What do you call a quarter pounder with cheese in Paris? Burgers? We don't eat burgers in France, Murphy. We prefer. Ah, oh, look at that, lads. The Royal Air Force coming. Einfach ins Wort gefallen, frech. Die einfach alle auf mich zielen, ne? Finde ich ein bisschen frech. Naja, müsst ihr wissen. Lol, der Bunker. What's? What's? Nice. Junge. 70% des Zielkreises ist Gegner. Erst wenn ich treffe. Na, stark. Du musst den Zielkreis klein werden lassen, dann triffst du auch. Ach so. Muss ich das mal ausprobieren? Wow. Jo, er hätte wieder instant. Dreh dich bitte weg, mein Freund. Danke. Sehr gut. Got a clear view of the smoke signal. Coordinates being sent to the battleship.
So schnell wie möglich die Luftschläge nutzen, damit wir die gleiche Reaktion woanders nutzen können. Magnifique! The coastal guns, they are silent. Now the battleship can move in closer and give us some FT support. Let's watch the fireworks. Ich weiß noch nicht, wie ich mich hinstellen soll, aber oh, die sind auch alle loady, die Leute, ne? Na, ist ja belastend. Achso, wir müssen die noch killen, ne? Hoppala, das habe ich natürlich voll beachtet. Wenn ich ehrlich bin. Ja, scheiße. Ich werde noch keinen Fall, wie ich mich hinstellen soll, weil die ganze Palette hier irgendwie alles ganz schön scheiße ist. Nice. It's about liberating my homeland. What? And this question, ridiculous. Tank, how can I be faster? Geil, 3 HP. Wahnsinn. Boah, jetzt würde ich immer gerne speichern. Das wäre wirklich gut. Attention, big enemy group spotted moving towards you. They're throwing everything they have. Hold your ground. Reinforcements are en route. Protect the beachhead at all costs. Ja, einmal kurz sehen, muss ich so. Danke. Ah nein, er fährt nicht durch. Schade. Egal, wenigstens hat das schon mal ganz gut funktioniert. Okay, ich steck gerade viel mehr Schaden ein, als ich eigentlich wollte hier. Schade. Ja, ich dachte, ich krieg den schneller down. Zwei Panther? Waren das nicht nur einer? Ah, oh. Das Gute ist auch, dass ich jetzt noch alle drei gefeuert habe, weil einen bräuchte ich jetzt ganz dringend. Da habe ich ein bisschen Overkill gefeuert, wenn ich ganz ehrlich bin. Sag mal halt die Fresse, Junge. Nice, Kette zerstört, das ist wichtig. Nice. Ah, ein bisschen daneben geschossen. Wo ist denn der Panzer? Hey, there's our smoke marker. I'm relaying the location to the battleship. Okay, das ist gut. Warning! The last and largest wave of enemies is incoming! They're closing in from all sides! Brace yourselves! Gather round, lads! The enemy won't give us an inch, so we won't give them one either! Okay. I see the smoke! Looks like our friends need a hand! Okay, ich muss mal ganz kurz zurück, ich bin gerade kurz ein bisschen konzentrieren. Scheiße! Ich dachte, ich kann seine Kette treffen. Das ist ärgerlich. Aber wir haben zumindest schon mal einen Panther raus. Das ist schon mal in Ordnung. Jetzt dürfen nur nicht die Verbündeten bitte alle draufgehen, das wäre super nett. Nice, Connelly. Ja, 3 Panther sind übrig, ne? Mates sind jetzt nicht die stärksten, leider. Geil. Habe ich das Connolly nochmal nachgespawnt? Das ist gut. I hum La Marseillaise. It is fitting for battle. Its words, they are stirring. Ohne den Luftschlag werde ich jetzt hier nicht gewinnen können. Ich muss ranfahren. Als ob der mich vorher gesehen hat. Was ist das denn? Ah, stark. Okay, kein Problem. 2 davon kriegen wir. Sehr gut. Das ist schon mal ein sehr guter Move. Ich schaff die Kette nicht. Geil. Das ist ja der Wahnsinn. Hm, gut gemacht. Gar nicht stressig. Scheiße, Junge. Na gut, okay, hat wenigstens funktioniert. Gott sei Dank. Meine Fresse, ey.
Also, ja, was soll ich sagen? Ich habe beim letzten Mal ja schon was diese Mission am Ende erzählt, als ich hier auf Standard gespielt habe. Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung. Also, jetzt, wo ich weiß, wie der Weg natürlich hier am Ende, dass ich halt wirklich so nah ranfahren muss, wie das dann geht. Ja. Ist auf jeden Fall hilfreicher, aber ich finde es halt trotzdem, wie ihr am besten müsst. Die Gründe habe ich letztes Mal schon genannt, also wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr die letzte Folge anklicken davon, von der Operation Overlord und euch das da anhören. Weil das ist schon eher so ein bisschen, weiß nicht. Über den Kanal, Wahnsinn. 3 Tage Premium-Konto, Ja, ansonsten, ich meine, das hier kommt erst später irgendwann. Ja, mal sehen, ne? Haben wir jetzt auf jeden Fall auf beiden Schwierigkeitsgraden geschafft. Ja. Ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao.